Hallo, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zu Pioneers of Pagonia. Ja, so, wir können so ein bisschen durchatmen, tatsächlich, ein bisschen durchatmen. Der letzten Folge haben wir es dann geschafft, immerhin zwei oder insgesamt waren es, glaube ich, sogar drei Banditencamps zu zerstören und damit ist dann so. Ja, der erste Druck raus. Wir haben das Ganze einigermaßen hier im Griff. Wir haben dann festgestellt, hier hinten gibt es dann halt noch ein weiteres Banditencamp. Da war zumindest eins. Irgendwo hier hinten war eins. Gegnerisches Lager zerstört. Nee, Moment, das sind die wir da gemacht haben. Wo war denn? Da war doch hier irgendwie. Ach, da sind sie. Ja, das war das Problem, glaube ich. Nicht ganz falsch liegt. Naja, ach, da sind sogar zwei, deswegen. Ah, das gleiche Spielchen nochmal. Auch da gibt es zwei. Und richtig, da hatte ich dann die Überlegung, lass uns doch hier dann auch irgendwie einen entsprechenden Wachturm hinsetzen. Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Die dafür nötigen Leute müsste ich haben. Da ist das immer noch mit dem expandierenden Wachturm. Ja. Bin ich ganz so nah dran? Ich bin da gerade so ein bisschen am Zweifeln, was da so jetzt die. Weil die ja das Ding auch bauen müssen und dann möglichst ungestört, soweit wie es geht. Ich setze sie mal hier so hin. Erstmal. Ja, wir haben ja da Möglichkeiten. Jetzt ist die Frage, komme ich da überhaupt hin? Schlau wie ich bin. Ja, so, Moment, Augenblick. Ich sollte vielleicht die Kamera drehen, dann sehe ich ein bisschen mehr. Ich würde bis dahin schon mal gehen. Das ist cool. Da komme ich auch durch. Jetzt wird es unter Umständen ein bisschen schwierig. Das funktioniert. Ich bin ganz froh. Komme ich hier? Ne, geht auch. Oh, wir kommen voran. Wir kommen voran. Aber ich bin immer noch nicht da, wo ich hin will. Oder muss, vielmehr. Okay, bis dahin geht es. Bis hierhin geht es. Da geht nichts mehr. Da hätte ich eine Möglichkeit. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wie ich immer zu sagen pflege, ist jetzt nicht der beste Weg. Aber immerhin. Kriege ich da noch eine Verbindung hin oder war es das? Nein, immer noch der. Das geht so nicht. Da wäre dann auch Feierabend. Na gut, wir lassen das erstmal so. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Moment, wie sieht es denn hiermit aus? Okay. Ach je. Was mache ich denn da für eine Konstruktion? Ja, das ist das Problem, wenn man die Kamera nicht richtig ausrichtet. Sieht man so ein paar Sachen nicht. Wobei sich jetzt hier wirklich die Frage auftut, komme ich da überhaupt hin, wo ich hin will? Das wäre so mein Ziel gewesen. Vielleicht muss ich tatsächlich diesen Weg hier gehen. Was aber nicht geht, aus Gründen. Moment, so, hä? Das geht jetzt doch. So geht's nicht. Dann muss ich doch hier lang. Oh mein Gott. Das ist wirklich eine bessere. Wieso geht das nicht? Hä?
Ich glaube, als Alternativroute hat sie das gerade erstmal erledigt. Ich sollte erstmal abwarten, bis ein gewisser Effekt eingetreten ist, diesbezüglich, dass hier Bäume verschwinden, die da eventuell noch ein bisschen im Weg stehen könnten. So, entsprechender Holzfäller ist ja vorhanden. Fokuspunkt lege ich mal da so hin. Und naja, das ist schon, er reißt alles weg, was da ist. Das ist cool. Ja, ich habe hier noch eine Holzfällerhütte. Fokuspunkt mehr bitte in diese Richtung. Ich habe hier war noch irgendwo eine. Ich habe nicht diese eine, das weiß ich. Moment. Das ist das da. Ach, da. Ach, die ist noch nicht aktiv, deswegen. Moment, da machen wir ganz schnell Abhilfe schaffen. Und bitte nur erwachsene Bäume schlagen. Fokuspunkt ist im Prinzip, glaube ich, in Ordnung. Man könnte den vielleicht hier so hinsetzen. So, der kümmert sich bitte auch dann nur um die erwachsenen Bäume. Und der macht alles gut. Was ist jetzt hier los? Achso, das ist immer noch der Bereich. Ja. Das ist das Problem. Aber, ich arbeite dran. Wegetechnisch ist es nicht ganz so cool. Gebe ich zu. Könnte man besser machen. Nein. Expansion. Militärcamp. Kriege ich hier ein Militärcamp hin? Erste Frage. Zweite Frage. Macht das irgendwie Sinn? Also hier geht nichts. Das würde von... Oh mein Gott, ist das ein Weg. Würde vom Weg her auch keinen Sinn machen. Ich sag mal so, für eine weitere Expansion vielleicht, wenn das jetzt auch, ja, ich bin ja schon quasi da, wo ich bin, aber man kann ja auch Sachen, ne, wir können ja auch die Wachen oder die Soldaten tauschen, das haben wir ja auch gesehen, insofern vielleicht nicht so ganz verkehrt. Ich mach das einfach mal dahin, ne? Was wir haben, haben wir. Und, okay, soweit. Oh, wir haben immer noch besetzte Wachtürme. Da sind wir aber noch ganz weit entfernt. Oh, jo. Windmühle will gebaut sein. Ach, jetzt geht das los. Oh, oh. Stimmt, wir haben ja hier eine Getreidefarm, aber wir haben noch keine Windmühle. Nee. Windmühle. Oha. Wo setze ich denn die jetzt hin? Moment, umblick. Riecht die tatsächlich daran? Nicht so ganz. Aber das kriegen wir hin. Ist vielleicht sogar ganz gut, dass die dann hier so hinpasst. So, Moment. Windmühle. Ist damit im Auftrag gegeben. Bäckerei braucht man natürlich auch. Bäckerei. Ah, das ist cool. Die würde ich theoretisch hier hinbekommen. Theoretisch sogar da, aber ja, nee, nicht so wirklich. Das Anbinden mit dem Wegen und so ist im Augenblick das Problem. Da krieg ich. Moment, Augenblick. Komme ich da. Nee, komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch. Das Lager ist auch voll. Ja, tolle Wurst. Bäckerei. Das geht vom Weg, glaube ich, ja nicht. Komm, egal. Ich setze die einfach mal. Hier kriege ich sie nicht direkt hin.
wegen dem Lager, das da so ein bisschen blöd im Weg rumsteht. Hier wäre es cool, wenn man die Möglichkeit hätte, wie ich das von einem anderen Spiel erkenne, wenn man hier sagen könnte, Lager räumen. Ja, ich würde irgendwo ein anderes Lager bauen, wo es halt nicht im Weg ist. Und wo ich sagen kann, hier eine Bitte, alles was hier an Holz drin ist, an einer anderen Stelle einlagern und dann käme das Lager hier weg. Und wir hätten hier den Weg frei. Schade, schade, leider, leider geht das nicht oder noch nicht. Man weiß es nicht, Spiel ist ja noch in der Entwicklung. Da geht dann noch so einiges. Werkzeugschmiede. Werkzeug. Okay. Weiß ich noch nicht. Ja. Ja gut, bevor ich jetzt hier noch 10.000 Jahre überlege und nicht vorankomme. Wie sieht es hiermit aus? Das geht auch nicht. Also ich könnte es irgendwie hier so komisch hinsetzen und dann versuchen, hier irgendwie einen Connect zu bekommen. Warte mal. Würde das gehen? Tatsächlich. Dann machen wir das so. Ja, dann machen wir das so fertig ab. Auch das ist keine Lösung, mit der ich jetzt so hundertprozentig zufrieden bin, aber nun gut. Na, wir haben hier unsere Marktstände und so. Irgendeiner ist doch hier auch für Brot zuständig. Wenn nur relativ der hier so leer ist, der Marktstand, genau. Ja. Hier wäre natürlich besser, wenn ich die Bäckerei hier hinbekommen hätte, aber ich bekomme ja keinen Weg hin, den ich dann irgendwie nutzen könnte, es sei denn, ich mache hier einen Lagerplatz. Mit dem gleichen Problem halt wie hier, ne, dass ich dann sagen müsste, ne, dass ich würde das gerne räumen. Was nicht geht. Ich würde ganz gerne hier schon mal so ein paar Eisenschilder und Kettenrüstungen herstellen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Die Waffenschmiede hat aus irgendwelchen Gründen nichts zu tun. So. Bitte Eisenschwerter produzieren. Das ist nie verkehrt. Ja, hier werden immer noch Leute angegriffen. Aber wir schlagen auch ein bisschen zurück. Es ist nicht so, dass wir uns hier überhaupt nicht wehren können. Wir haben da so ein paar Wachen niedergemacht. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Wer weiß. Oh. 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 Das ist das, was schiefgelaufen. Ihr werdet entlassen. Nicht mitbekommen, dass das Ding jetzt schon wieder fertig ist. Die habe ich nicht. Was ist mit fortgeschrittenen Soldaten? Was habe ich überhaupt an Mannschaft? Da wird nichts sein, weil noch im Bau. Ich habe 7 Soldaten. Sprich, diese Leute hier. Okay, fortgeschrittene Soldaten. Dann würde ich sagen, 5. Ich mal auf 10. Und dann soll sich da niederlassen, was immer da gerade niederzulassen ist. Fokuspunkt. Setze ich mal da so hin zur Erkundung. Und Patrouille. Ja. So. Dann haben wir das. Bin ich jetzt mal gespannt, ob die da auch sich auf den Weg machen. Oh, 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 oh. Da kommen sie an. Da kommen sie an. Das geht. Das geht. Ho, 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 ho. Die Jungs haben es aber eilig. Yay, 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 yay. Kann man ja anders sagen. Also alle Achtung. Das könnte wieder etwas interessanter werden jetzt hier. Ich meine, die eine hier, die ist ja schon so ziemlich nieder. Glaube ich. Wie war das? Ich blende das mal aus, dann haben wir da ein bisschen mehr Übersicht. Ich könnte die UI auch mal, das machen wir mal komplett weg. Einfach mal so just for fun. Jetzt sagt die Zeit, geht noch. Wo sind sie? Da kommen sie anmarschiert. Die Herrschaften. Und machen sich sofort auf den Weg. Ha. Ha. Das wird Spaß. 3 sind das sogar. Dahin ist auch noch einer. Oh. Oho. Oho. Das könnte ein bisschen eng werden. Unter Umständen. Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Es waren nur noch 2. So kann es gehen.
Ja, Moment, Augenblick. Patrouille. Ja, ich lasse die erstmal. Ja, der ist aber gar nicht mal so ohne. Der hat schon ganz schön Leute hier niedergemacht. Und oh, der ist aber. Hey, was ist das? Elite-Bandit. Oha. Ja. Puh, der hat gekostet, aber wir haben das Ding weg. Das Banditenlager, das ist cool. Da ist ein weiteres, aber ich habe nicht mehr so viele Soldaten hier rum existieren. 3 plus 5, da kommt einer. Das sind fortgeschrittene Soldaten, die brauchen Eisenschwert und Holz. Achso, das ist die Geschichte. Genau. Okay. Dann, wie sieht das hier mit meiner Produktion aus? Holzwerkstatt hat nichts zu tun. Kann gar nicht sein, du hast was zu tun. Dann Holzwerkstatt. So. Okay. Hier passieren Dinge. Okay. Alles zu seiner Zeit. Bäckerei ist fertig. Wenn ich das richtig sehe, ja. Brot muss noch gebacken werden. Das Ding suche ich. Eisenschwert. Ich gehe mal hier auf 20 und dann schaue ich mal, was ich hier noch benötige. Das ist cool. Brauche ich nicht. Waffenschmiede. Wie sieht's hier aus? Ich mal wieder auf 10. Und dann denke ich, werden wir das Ding hier rocken. Früher oder später. Patrouillenpunkt muss ich noch verschieben, sehe ich gerade. Die halten sich natürlich logischerweise jetzt da so auf. Für die Patrouille. Den ist euer neuer Patrouillenpunkt. Ob die die schaffen, weiß ich nicht. Wir werden es erleben. Veteranbandit. Okay. Ist nicht ganz so dülle, aber. Oh, sie haben ihn tatsächlich geschafft. Das ist der nächste. Das war's. Cool. Alle Achtung. Damit hätten wir auch dieses Lager zerstört. Und einer weiteren Expansion steht jetzt erstmal so weit nichts im Wege. Moment. Ja, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich ziehe die ab, weil jetzt hier ist weiter nichts mehr. Dafür kommen jetzt hier die Wachen. Ja, theoretisch könnte ich auch Veteranwachen hier sich niederlassen, aber die anderen habe ich gerade noch, glaube ich. Genau, 8 Stück. Dann brauche ich noch 2 weitere. Militärakademie. Das sollte reichen. Okay. 10 Soldaten. Nur für den Fall des Falles.
Sehr cool. So, Bauarbeiter, Meilenstein ist abgeschlossen. Werkzeug- und Rucksackherstellung ist abgeschlossen. Kupfertagebau, da muss ich noch machen. Bevölkerung ist abgeschlossen. Brotbacken ist abgeschlossen. Besetzte Wachtürme, da bin ich aber noch ganz weit von entfernt. 10 von 30. Okay. Entdeckerposten, Wachturm. Da sind 5. Dann brauche ich 5 weitere. Warte mal. Ich habe... Waffenschmied. Da soll er mal so 5 Stück von machen. Kettenrüstung. Ist ein bisschen was da. 5 Elitewachen. Rüstungsschmiede. Kettenrüstung ist eine noch dabei. Dann gibt nochmal 5 dazu. Maskierter. Was? Wo kommt der denn her? Mit? Maskierte Diebe? Wo ist denn... Was? Kohle wurde entdeckt. Das ist schön. Wieso habe ich denn hier auf einmal Diebe rumgekriegt? Kommt der von da hinten? Anscheinend. Oha. Militärkämpfe. Wo seid ihr? Wie viele Leute habe ich da rum existieren? Fortgeschrittene Soldaten und Soldaten. Okay. Da sind nur 2. Oha. Ich gehe hier mal runter. Und dann gehe ich mal rauf. Auf 10. Und für die Patrouille geht das. Das geht. Sehr cool. Ja, dann müssen wir uns dann mal so ein bisschen auch um die Diebe kümmern und die bösen Diebe. Aber ich glaube, das kriegen wir in den Griff. So langsam, aber sicher. Da bin ich ganz weit vorne, dass das klappen wird. Bis es soweit ist, werden wir allerdings noch ein bisschen warten müssen, nämlich auf die nächste Folge. Ich danke für euer Dabeisein. Ich danke für dein Dabeisein, für die Unterstützung, die ihr mir alle bietet. Vielen, vielen lieben Dank. Freut mich sehr. Und ich freue mich natürlich auf ein Wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und genießt die Zeit.